Sie wollten einfach nur helfen. Bundesbürger, die für syrische Flüchtlinge Bürgschaften übernommen haben, damit diese schnell und vor allem legal nach Deutschland kommen können. Damals wurde vielen versichert, sie müssten höchstens die Anfangskosten für ihre Schützlinge zahlen. Dann aber schickten die Behörden Rechnungen mit zum Teil fünfstelligen Beträgen. Viele zogen dagegen vor Gericht. Heute nun kam die Entwarnung vom Arbeitsminister. Gabi Hanelt berichtet. Auch Herbert Salmann ist einer der zahlreichen Flüchtlingspaten. 2015 unterschrieb der Pensionär aus Bonn eine sogenannte Verpflichtungserklärung, in der er bestätigte, die Lebenshaltungskosten einer Syrerin zu übernehmen. Weil sie Jesidin ist und sich verfolgt fühlt, möchte sie unerkannt bleiben. Für Herbert Salmann war klar, die Bürgschaft währt nicht ewig. Wir haben gefragt, wie viel denn der Aufwand sein würde. Man hat uns gesagt, Hartz IV, 317 Euro im Monat. Und das wären die Unterhaltskosten. Und wir würden nur so lange bürgen, bis das Bundesamt entschieden hat über den Flüchtlingsstatus. Es war also zeitlich und finanziell überschaubar. Ein Irrtum, wie sich herausstellte. Tausende Flüchtlingspaten sollten insgesamt 21 Millionen Euro zurückzahlen, weil es zwischen Bund und Ländern Unklarheiten gab und viele falsch beraten wurden. Heute nun ein Durchbruch. Wir haben es geschafft, in Gesprächen mit den im Wesentlichen betroffenen Bundesländern jetzt eine Lösung zu haben, sodass die Menschen, die Bürgerkriegsflüchtlingen geholfen haben, die falschrechtlich beraten wurden beim Thema Bürgschaft, nicht mit Rückforderungen zu rechnen haben. Flüchtlingsinitiativen sind froh, dass nun ein Weg gefunden wurde, bei der sich Bund und Länder die Kosten teilen werden. Wir begrüßen das sehr, dass da offenbar eine politische Lösung sich abzeichnet, weil das Signal in die Zivilgesellschaft einfach unheimlich wichtig ist, dass man für humanitäre Hilfe nicht bestraft wird. Und auch Herbert Salmann ist froh, dass er nun nicht mehr zahlen muss, als er ursprünglich dachte.